Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich vermute, wir beginnen jetzt den letzten Akt dieses dritten großen Krieges. Wir sehen hier nochmal ein paar russische Armeen auf dem Vormarsch. Vielleicht helfen wir hier sogar nochmal aus. Aber ansonsten werden wir hier im Osten nicht groß weiter aktiv sein. Auch im Westen ist eigentlich alles klar. Frankreich ist komplett besetzt. Hier gibt es noch ein paar Armeen, die ich noch sehe. Aber ansonsten, ja, in Afrika sind sogar jetzt die Spanier hier richtig gut auf dem Vormarsch. Ein paar Briten hier noch zu sehen. Allerdings hier. Hier sind noch recht große britische Armeen und natürlich hier im Süden. Aber das ist nicht wirklich bedeutsam. Jetzt für den Kriegsverlauf. Diese Eroberungen sind nicht viel wert. Viel wichtiger ist, dass unsere Kriegsziele hochticken. Und das tun sie. Und damit spielt die Zeit auf unserer Seite sozusagen. So, da haben wir nochmal die Franzosen besiegt. Ansonsten ist gar nicht mehr... So, die stehen hier mit viel zu vielen Leuten in Moskau. Da, boah, was für ein Verluste. Gehen wir noch ein Stück zurück. Jetzt checken wir mal überall unsere Verlustquoten, dass wir das hier ein bisschen optimieren. Das können andere besetzen. Wo stehen die? Die sind noch am Erobern. Die auch und die auch. Das ist insofern in Ordnung. Okay. Hier haben wir nochmal eine Seeschlacht gewonnen. Sehr schön. Nochmal zwei britische Schiffe erledigt. Sehr gut. Sehen wir überhaupt noch gegnerische Flotten? Ich glaube nicht. Dann können wir vielleicht auch irgendwo abriegeln. Ja, vielleicht stehen wir gar nicht so schlecht, wenn wir das hier machen. Teilen wir uns nochmal auf. Und mit der anderen Hälfte fahren wir wohin? Vielleicht hier. Mal gucken, ob es noch was bringt. Ja, dann wird da abgeriegelt und dort. Und die Holländer sind dort im Norden noch. Okay. Ja, hier kommen die Briten immer näher. Aber das sollte uns nicht mehr stören. Oh, ich sehe gerade, die Osmanen sind auch hier. Na, hier gibt es noch einige heftige Konflikte zwischen Russen und Osmanen, aber das, auch das ist nicht entscheidend. So, was haben wir hier eigentlich für eine Meldung? Wir können wieder die Meinung steigern. In wann sind wir? Wie sieht es denn aus? Wir machen das Spiel jetzt mal weiter. Wir verhindern einfach dadurch, dass Italien es schafft. 52, 49. Was für ein blödes Spiel. Gleich kommt wieder Italien an. Dass die auch nichts Besseres zu tun haben, um uns da wieder zu ärgern. Was passiert hier noch? Italien erweitert den Krieg mit Frankreich und Ziel Weltkältung von Frankreich reduzieren. Ja. Hatten die nicht schon irgendwie erniedrigen? Kann sein, ne? Ja, das klingt ja immer besser. Also Frankreich ist, glaube ich, der riesige Verlierer dieses Krieges. Die werden unfassbar viel verlieren. Die werden möglicherweise verlieren sie. Wird Frankreich den Großmachtstatus verlieren? Das ist durchaus möglich. Ja. Das war zu erwarten. Es ist durchaus möglich, dass das passiert. Also, dieser Frieden wird extrem viel durcheinander wirbeln. Das ist schon mal klar. Hier sind noch russische Einheiten. Wie viel haben wir jetzt? 86. Ich vermute, das reicht nicht. Nee. Der Wert ist auch bei 114. Jetzt müssen wir mal gucken. Was ist jetzt eigentlich das Wichtige? Also, Weltkältung von Frankreich. Ich meine, wir haben das schon mit der Weltkriegskapitulation. Das würde dann auch Italien bekommen. Nee, das werden wir auch nicht machen. 99%. Ich glaube, wir geben den Belgiern sowohl die Picardie als auch die Champagne. Das ist schon okay. Der Rest ist auch okay, aber französische Provence wird nicht hinhauen. Wir sind also bei 88. Also das ist okay so. So würde ich das jetzt verhandeln. Aber sie sind noch nicht bereit. Ist ja auch erst 86. Müssen wir noch ein bisschen warten. Naja, sie werden es nicht akzeptiert. Abgelehnt, ja.
Logisch, hätte ich gar nicht abschicken müssen. Ich wurde ja informiert. Dann lassen wir einfach ein bisschen Zeit laufen. Viel wird nicht mehr passieren. Ist unser... Oh ja. Wir haben Pleskau verloren an die Russen. Na sowas. Sind hier noch einige Armeen aktiv, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Viel interessanter finde ich jetzt, dass wir hier so ein kleines Comeback erleben können, weil die Spanier uns helfen. Wir brauchen unsere Truppen gar nicht wegzutransportieren. Großartig. Spannung in der Schweiz. Okay, es geht schon wieder um strafrechtliche Ermittlungen. Und das ist diese Geschichte. Infamie, da haben wir ja gesagt, weil es so oft kommt, machen wir das nicht. Stecken wir lieber zurück. Das Außenministerium und so weiter. Ihr wisst das. Der Kaiser wird nicht informiert. Unsere ganzen Hilfskonstruktionen. Um das irgendwie zu begründen. So. Und der nächste General ist tot. Was haben wir hier? Ein Bündnisangebot von Portugal? Ja, was ist denn hier mit Portugal los? Die sind bisher verbündet mit Großbritannien. Und haben keine Schutz, keine Sphärenmacht. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da mal mit. Bei dem Spielchen bezüglich Österreich-Ungarn kriegen wir es ja nicht richtig hin. Dann machen wir es auf diese Art und Weise. Also nehmen wir Portugal dann eben. So, hatten wir das jetzt angenommen? Ne, haben wir nicht. Wir akzeptieren das. Und der General ist tot. Aber dann lassen wir es jetzt mal. Brauchen wir jetzt eh nicht. Müssen wir alles sowieso neu ordnen. So. Obwohl Kriegszeiten sind, lasse ich so jetzt mal ein bisschen schneller laufen. War jetzt hier kriegsmäßig nicht so viel passiert. Algier ist erobert. Die Schweiz ist hier sogar aktiv. Wow, die Spanier haben hier echt die volle Kontrolle. Und die Briten nähern sich unserem zweiten Afrika-Korps. Möglicherweise wird das auch noch in Kämpfe verwickelt. Wir sind jetzt bei 93%. Oh. So, wie sieht es denn jetzt aus hier mit dem Frieden? Sie wollen... Er muss das echt... Er merkt sich das nicht. Das ist so nervig. Weil da muss man sich wirklich konzentrieren. Das wollten wir nicht. Das wollten wir auch nicht. Und irgendwas wollten wir noch nicht. Ach, die Schweiz hat noch was dazu gefügt. Bourgogne und Franche-Comté. Also von mir aus ja. Sind wir bei 97. Machen wir die Schweiz stark. Make Swiss great again. Das ist das Motto dieser Verhandlungen. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, dass wir hier nichts übersehen. Aber so ist es eigentlich richtig. Okay. Warten wir noch ein bisschen ab. Bis der Kriegsstand noch weiter steigt. Er steigt ja jetzt wirklich unaufhörlich. Wir sind jetzt bei 95%, einfach weil hier alles Mögliche hochtickt. Müsste man eigentlich zusehen können. 96. Ja, 97, 98. Jetzt geht es so richtig schnell. Oh, wir haben jetzt auch schon den Jahreswechsel. Oh Gott. Naja, das war wegen der Reform. 99, komm, bis 100 warten wir und dann wird verhandelt. So. Jetzt werden wir tatsächlich hier noch angegriffen. Ganz am Schluss dieses Krieges. Aber kommt. Jetzt. 100. So, jetzt nochmal. Das nicht. Das auch nicht. Ach, die Spanier hatten hier auch noch was hinzugefügt? Jetzt wäre ich ja verrückt. Komm, dann geben wir den Spaniern, den braven Spaniern, die kriegen jetzt auch noch was. 95, sie werden annehmen. Jetzt die Frage, Franche-Comté oder Bourgogne? Will ich jetzt nicht mehr nachgucken. Wir machen das jetzt hier so frei nach Schnauze. Aber das ist das jetzt, was wir akzeptieren. Oh mein Gott, was für ein heftiger Frieden. Das ist definitiv der krasseste Frieden der letzten 100 Jahre. Was alles hier durcheinander gebracht wird. Wir akzeptieren 5-mal Weltkriegskapitulation und so sieht's jetzt aus, Leute. So sieht's aus. Schottland ist entstanden. Belgien hat sich massiv vergrößert.
Ebenso die Schweiz, ebenso Italien, ebenso Spanien. Und Frankreich ist ein Schatten seiner selbst. Und wir haben hier neue Gebiete, und zwar richtig richtige Regionen. Und das ist noch ein neues koloniales Gebiet. Auch nicht zu verachten, würde ich sagen. Wow. Wow. Also das Entscheidende ist, wie gesagt, alles so ein bisschen in der Balance zu halten, dass wir irgendwie die Sphäre hinkriegen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Schottland ist automatisch in unserer Sphäre. Das ist hervorragend. So soll es sein. Wo engagieren wir uns hier überhaupt noch? Spannend ist natürlich jetzt die große Machtstabelle. Und da hat sich jetzt, boah, wir haben das ganz cool noch richtig kalkuliert. Frankreich ist erstmal abgestürzt, Japan ist weiter aufgerückt. Aber tatsächlich Österreich-Ungarn ist derzeit nicht vor dem russischen Zarenreich. Die Holländer sind allerdings sehr, sehr knapp dran. Das könnte noch ein bisschen interessant werden. Aber das Zarenreich wird sich hoffentlich ein bisschen wieder erholen. Aber Holland ist ja auch nicht so schlimm. Österreich-Ungarn, das war das Thema. Das bleibt das Thema. Und wir hatten ja gesagt, wenn, dann wollen wir möglicherweise, tja, entweder Italien angreifen, unseren Kriegspartner, oder vielleicht sogar Österreich-Ungarn angreifen. Um sie in die Sphäre zu zwingen, wenn wir es nicht hinkriegen. So, jetzt mobilisieren erst, demobilisieren erstmal alle. Und jetzt gibt es natürlich wahnsinnig viel Kleinkram zu tun. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das irgendwie so hinkriegt, dass es nicht nervt jetzt. Aber es ist wahrscheinlich unmöglich. Ich werde die erstmal einfach ganz wild irgendwo verteilen, ohne groß drüber nachzudenken. Nur, dass sie erstmal auf heimisches Territorium kommen. Und alles andere machen wir dann irgendwo später ein bisschen genauer. Wo auch immer die sich jetzt alle gerade befinden, ist egal. So, das zweite Afrika-Korps ist hier gerade noch drumherum gekommen, hier so einen blöden Kampf auszuüben. So, das elfte Korps ist hier. Das geht mal dahin. Das fünfte Korps, das 15. Das Expeditionskorps, das können wir schon mal wieder hier nach Emden bringen. Okay. Das noch. Und das Afrika-Korps. Das bringen wir, glaube ich, hier. Ja. Ah, jetzt gibt es natürlich, wir brauchen natürlich ein neues Korps. Eigentlich könnten wir das direkt hier stehen lassen und umbenennen in Afrika Korps Ost. Ne, West ist es ja. Afrika Korps West. Und dann bilden wir ein neues Ostkorps. Das passt schon. Und die Transportflotte kann eigentlich auch nach Algier fahren. Das ist sehr in Ordnung. So, wir haben erstmal noch die große Mittelmeerflotte. Die kommt auch nach Algier. Wir haben die Kriegsmarine, die wieder zurück nach Kiel fährt. Wir haben die Transportflotte, die wieder zurück nach Emden fährt. Ein bisschen Ordnung muss sein. Wir haben hier vereinzelte Schiffe, alle nach Kiel. Alle Teil der großen Kriegsmarine. Vielleicht müssen wir es noch ein bisschen umorganisieren, aber erstmal liegen sie da richtig, denke ich. So. Deshalb mag ich es gerne, wenn Kriegsende so am Ende einer Folge ist, dann kann man diese Dinge euch ersparen. Aber das ist eben so, wie es ist. Jetzt beobachten wir erstmal, wie alles demobilisiert wird. Das meinte ich aber gar nicht. Wir können noch Reformen verabschieden. Sozialreform, wir könnten zum Beispiel niedrige Renten einführen. Ich weiß gar nicht, ob das Volk das will.
Nö. Ist gar kein Thema. Was gibt es denn für Bewegung? Es gibt diese wählerrechte Bewegung. 4,13 Millionen. Das ist die größte Bewegung. Französische Freiheitsbewegung, das unterdrücken wir mal. Ich glaube, wir lassen das erstmal so stehen. Und ein Bündnisangebot von Schottland, was wir natürlich akzeptieren werden. Ganz klar. Ich hoffe sehr, dass wir sie dann auch schnell in die Sphäre kriegen. Ah ne, sie sind ja in der Sphäre. Das ist doch Quatsch. Genau, das war Portugal und immer noch Österreich-Ungarn. Der Punkt, der offen ist. So, hier wird alles demobilisiert. Ja, wir könnten auch langsam mal Steuern senken. Wichtiger Punkt. Tun wir das erstmal auf 30%. Ich weiß gar nicht, ob das nicht ein bisschen zu viel ist. Oh, nö. Ist okay. Sehr gut. Und Zölle werden dann noch gesenkt. Ja, lassen wir mal wieder bei den 2%, die wir hatten. Ich denke, das ist ein ganz guter Mittelwert. So, wie viel kriegen wir denn jetzt als Einnahmen von den anderen? Wo sah ich das nochmal? Hier, Einnahme, Ausgaben aus Verträgen. Boah, 6.000. Fast 7.000. Oho. Das Zarenreich macht Stunk hier wegen Moldawien. Das finde ich allerdings nicht so nett. Ah, da ist keines in der Sphäre. Okay, dann machen wir jetzt wirklich Folgendes. Wir geben das hier erstmal auf und machen mal hier, wo es wirklich interessant wird, weiter. Also wo wir wirkliche Chancen haben. Die Sache mit Österreich-Ungarn müssen wir tatsächlich anders klären. Da muss ich echt noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Wir haben erstmal eine große Entdeckung und zwar einmal militärisch-politische Entscheidungsfindung. Bringt Armeeorganisation und Wilhelm Roscher. Roscher lehrte von 48 bis 94 als Professor an der Universität von Leipzig. Er war ein Mitbegründer der Deutschen Historischen Schule der Nationalökonomie, die den klassischen Laissez-faire-Ansatz ablehnte. Roschers Arbeit betonte den entwicklungsgemäßen Charakter des Kapitalismus durch historische Analysen der Kulturen alter Nationen. Sein Werk System der Volkswirtschaft war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein einflussreiches Lehrbuch. Sein bedeutendstes Werk war Die Geschichte der Nationalökonomie Deutschland in Deutschland 1874. Prestige gewinnen. Okay. So, Gott, was haben wir für Überschüsse? Immer noch. Das steigt und steigt und steigt immer weiter. Sind eigentlich alle Korps? Boah, ja. Bestens. Alle voll besetzt, außer das fünfte Korps. Da fehlt offenbar noch eine Einheit, aber ansonsten sieht es gut aus und wir können auch ohne Ende noch unsere Armee vergrößern, aber das Problem ist. Oh, wartet. Die NSDAP wurde soeben gegründet. Das ist natürlich auch noch eine wichtige Nachricht. Und Indore. Aus Indore wurde uns folgendes Ereignis berichtet. Der dritte Weg. Stärke durch Einheit. Die Regierung ist schwach geworden. Wir brauchen eine Partei, die uns einigen kann, die uns eine starke nationale Identität geben kann und die nicht durch die süß, aber giftige Stimme des Kapitalismus verführt wird. Der dritte Weg, auch Faschisten genannt. Naja, versuchen einen Sitz im Oberhaus zu gelangen. Also gerade also Indore als der Quell des Faschismus. Das ist natürlich auch ganz lustig. Indore. Okay. Alles klar. Interessant. Und bei uns wurde dementsprechend auch diese Partei gegründet. Hat aber noch keinen Rückhalt im Volk. Ja, das wird ein Thema dann noch der nächsten 20, 30 Jahre werden, wie eigentlich Wilhelm II. Zu diesen steht. So. Okay, Leute. Ich denke, es ist wieder Friedenszeit. Ein richtiger Punkt, jetzt erstmal die Folge zu beenden. Und dann, was habe ich hier? Und dann ist immer noch das Thema Sphäre Österreich-Ungarn ein
ein Punkt, den wir irgendwie angehen müssen. Auf diplomatischem Weg kriegen wir es nicht hin, hier gegen Italien zu konkurrieren. Mal sehen. Eigentlich gibt es, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder Italien angreifen oder Österreich-Ungarn angreifen. Was mir eigentlich der eleganteste Weg erscheint derzeit. Es wäre natürlich dann wieder Krieg, aber ein Krieg, der ziemlich schnell zu Ende geht und ein Ziel hat. Vielleicht könnten wir sogar Italien belohnen dafür, indem sie hier das, was sie sowieso haben wollten, Venedig, dafür geben. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, glaube ich. Ungarn will ich jetzt nicht noch größer machen. Nicht, dass sie auch noch Großmacht werden. Wir müssen das alles so ein bisschen in der Balance halten. Also ich glaube, das ist der Plan. Dass je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich darüber rede, umso mehr scheint mir das jetzt der sinnvollere Plan zu sein. Was ist denn hier los? Das Zahnreich ist so richtig runtergematcht. Wer ist denn jetzt aufgestiegen? Ach, die Niederlande. Und Österreich-Ungarn ist kurz dahinter. Dann ist es wirklich höchste Zeit, das zu tun. Also die Niederlande werden wir vermutlich verlieren. Gut, dass wir sie nicht noch stärker gemacht haben. Aber dann ist das der Plan. Ja. Und in dem Krieg gleich noch ein bisschen schwächen, sodass sie eben keine Großmacht mehr werden wollen. Und ja, dann unser Ziel zu erreichen, sie in die Sphäre zu holen, mit weiteren Konsequenzen. Das sei schon mal angekündigt. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.